Das Unwetter am heutigen Tag hat im Märkischen Kreis ein Todesopfer gefordert. Ein Feuerwehrmann aus Altena starb im Einsatz im überfluteten Nettetal, wie die dortige Heimatzeitung meldet. In Balve werden zurzeit Teile der besonders betroffenen Innenstadt evakuiert, so die Feuerwehr. Die Bewohner werden mit Bussen in die Schützenhalle Beckum gebracht und dort über die Nacht betreut. In diesen betroffenen Bereichen musste aufgrund der Überschwemmungssituation der Strom abgestellt werden. In Balve holte sich die Hönne ihr altes Bett zurück und überflutete die Gabeker Straße, Widokindplatz, Alte Gerichtsstraße bis hin zur Bogenstraße und Stadtgraben. Die Häuser stehen teilweise einen halben Meter im Wasser, wie etwa hier in der Quete. Zahlreiche Straßen mussten wegen Überflutung gesperrt werden, unter anderem auch die K12 hinter Höfringhausen. In Gabeck wurde die Märkische Straße durch den Gabach überflutet. Über die Kirchstraße schoss ebenfalls das Wasser. Auch nach Frühlinghausen zu kommen, wurde schwierig. Die Straße war überflutet. In Volkringhausen setzte sich das Bild fort. Nur da waren am Wilo und am Inselweg auch Wohnhäuser betroffen. Anwohner warteten knietief durch die Fluten. Das Technische Hilfswerk Balve hatte im Steinbruch Horst eine Sandsackfüllstation aufgebaut. Bis zum Abend wurden mehr als 2000 Sandsäcke gefüllt und zu Einsatzorten im nördlichen Märkischen Kreis gebracht. Ablösung kam am Abend durch einen anderen Ortsverband und weitere Feuerwehrkräfte. Kurz vor der Überflutung stand auch der Parkplatz an der Höhle. Dann wäre das Wasser auch über die Bundesstraße geflossen. Senken füllte auch die Borke in Langenholthausen. Nahezu hüfthoch stand das Wasser an der neuen Backstube der Goldbäckerei. Alle Feuerwehrkräfte in Balve sind im Einsatz und erhielten aus Menden und Iserlohn Verstärkung. Zudem sind weitere zwei Löschzüge im Anmarsch, die in der Nacht eintreffen werden. Dort, wo es möglich war, begannen die Wehrleute mit Pumparbeiten. Das hatte aber nur Sinn, wenn die Pegel der Flüsse nicht weiter anstiegen.